Wir haben den vierten Advent. Für kurze Zeit hat sich die Wintersonne durch die Wolken gekämpft. Der weibliche Mäusebussard nutzt die Gunst der Stunde und trocknet sich nach einem ausgiebigen Bad. Sie wechselt den Standort, der Sonne entgegen. Auf einem Bein balancierend öffnet sie die Schwingen zum Trocknen, ähnlich dem Kormoran. Nach wochenlangem Nebel genießt sie die wenigen Sonnenstrahlen sichtlich. Sehr genau hat sie Rabenkrähen und Elstern im Auge. Die durchwühlen das ehemalige Maisfeld nach Essbarem und immer wieder fällt auch für die stattliche Bussarddame etwas ab. Dabei wechselt sie in kurzen Abständen den Platz. Von der hohen Sitzwarte erspäht sie etwas. 50 bis 60 Meter gleitet sie dahin. Ein Regenwurm ist die Beute. Immer wieder beeindruckend, mit welch unglaublichem Sehvermögen diese Beutegreifer ausgestattet sind. Und regelmäßig geht's zurück zum Trocknen. Der schwere Vogel balanciert auf den dünnsten Ästen mit artistischer Leichtigkeit. Eigentlich traut man ihr das nicht zu. Fast macht es sogar den Eindruck, es würde ihr Freude bereiten. So ist Frau Bussard den ganzen Nachmittag aktiv. Mal sonnend und flügeltrocknend, mal der kleinen Beute nachstellend. Ein einziges Hin und Her. Ganz schön viel Mühe, mit Regenwürmern satt zu werden.